Mein Name ist Christine Leb, C-Leb, aber Tina ist für die bekannter darunter. Ich bin auf der BOKU, am Institut für Nutztierwissenschaften, tätig in der Arbeitsgruppe Tierhaltung, gemeinsam mit meinem Kollegen und Chef Christoph Winkler und heute einer Kollegin, die mitgekommen ist, ist Sarah Müllner, unsere Studienassistentin, die sich auch begeistert für die Thematik und gerne mal reinhören will, was hier so gemacht wird und was ich eigentlich so tue, wenn ich nicht auf der BOKU bin. Und ja, vielleicht ganz kurz am Anfang werden wir mal eine Runde machen, auch zur Vorstellung. Vielleicht gehen wir da gleich mal weiter. Ich werde mich vorstellen und dann werden wir mal auch so eine Runde machen, wer Sie sind, wobei wir uns da eher fokussieren, auch in Richtung Erwartungen jetzt an meinen Vortrag. Was wünschen Sie sich thematisch von mir? Was sind Ihre Schwerpunkte? Und dann geht es schon los mit sozusagen, worauf schauen wir bei Tieren, was ist Tierwohl? Und danach steigen wir dann direkt in die einzelnen Tierarten ein. Genau, mein Name ist eben Tina Leb und Sie sehen schon, hier ist ein Schwein. Schweine sind meine Passion. Das hat sich so entwickelt. Ich habe immer schon Tierärztin werden wollen, habe auch Tiermedizin studiert und war dann als Sennerin auf der Alm. Das war dort auf der Alm, dann war Milchviehalm am Hochkönig mit 30 Kühen und wir haben uns aber auch Schweine mit raufgenommen, weil wir die halt so lustig gefunden haben. Und das war auch total spannend, so Mangalitzer, Wollschweine, die dort mit uns gelebt haben, eigentlich komplett frei und die mir auch sehr viel beigebracht haben über das Verhalten von Schweinen, aber eigentlich mich auch dazu gebracht haben, mich eigentlich seitdem mit Schweinen zu beschäftigen. Also ich habe dann auch meine Doktorarbeit gemacht zu den Schweinehaltung in Österreich, also in eher konventionellen, großen Systemen, Gruppenhaltung und Einzelhaltung von tragenden Sauen. Also dieses Thema, wie wirkt sich Haltung auf das Tier aus, habe ich damals eigentlich begonnen und mache auch immer noch. Also ich bin jetzt nicht die klassische Tierärztin im Moment, sondern eben beschäftige mich auch wissenschaftlich damit, mit Methoden, wie man eben bewerten kann, wie sich verschiedene Systeme, Management und so weiter auf das Wohl der Tiere auswirkt. Vielleicht noch so quasi nach meiner Doktorarbeit bin ich nach England. Sie werden auch immer wieder Fotos sehen aus England. Ich war 4 Jahre in Bristol, da war ich auch auf der Uni und dort habe ich aber auch ganz klassisch tierärztlich gearbeitet mit Studenten, also auch so im präventivmedizinischen Herdenmanagement-Bereich und bin aber dann wieder zurück nach Österreich, war dann 4 Jahre am Lehrforschungsgut von der Tierärztlichen Uni für die Schweineherde zuständig, also dort war ich dann täglich im Stall und wir haben kastriert und Geburten beobachtet und alles, was man so als Landwirt auch macht, auch ganz eine wichtige Erfahrung, dass man dieses tägliche Management auch miterlebt und auch Freude und Leid eines Tierbesitzers erlebt, mitten in der Nacht nochmal reingehen und nachschauen und kleine Ferkel, die nicht trinken wollen, nochmal ansetzen, auch dieses Dilemma, was mache ich, wenn es nicht trinkt oder wenn es nah am Tod ist. Ja, und seit 10 Jahren bin ich aber jetzt auf der BOKU, weil ich mich auch noch gern weiterentwickeln wollte, eben diese Verbindung mit also nicht nur die Tiergesundheit, sondern auch Umweltwirkung oder auch wie nimmt der Landwirt das wahr und auch in Richtung dann zu gehen, nicht nur wie schauen Systeme aus oder wie schaut Tierwohl aus, sondern auch wie kann ich es verbessern. Ich glaube, das ist ganz ein großes Thema, was wichtig ist, dass man auch wirklich optimale Bedingungen schaffen, damit es unseren Tieren gut geht. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun in der klassischen Landwirtschaft, aber ich glaube auch in hobbyhaltenden Systemen oder kleineren Betrieben gibt es immer wieder Optimierungspotenzial. Also keiner von uns ist perfekt, man lernt immer wieder dazu und ich glaube, gerade die besten Betriebe haben immer die meisten Fragen. Also keine Angst vor Fragen, das ist alles ganz normal, dass man irgendwas vielleicht noch nicht weiß. Ja, vielleicht fangen wir dann gleich mal an zu sammeln, was Sie sich so erwarten von heute und von morgen. Also einerseits vielleicht ganz kurz, was Sie von Tierarten, was so Ihre Schwerpunkte wären, die Sie interessiert, aber auch thematisch. Also das Überthema ist eben, steht es gar nicht mehr da, Ethologie, also das Verhalten der Tiere. Aber wir werden das relativ, sehr angewandt anschauen. Also auch, wie wirkt sich das, was brauchen wir dann für eine Haltung, was leitet sich daraus ab? Aber auch, was sehe ich am Tier, auch an gesundheitlichen Aspekten, ohne da jetzt ganz in die Tiefe zu gehen, weil ich glaube, es gibt noch eine eigene Einheit zur Tiergesundheit. Gut, vielleicht fangen wir wo auch immer an, vielleicht gleich hier auf der linken Seite.
Ich schreibe ein bisschen mit und sammle Themen und Tiere. Wobei man da von der Haltung her ein bisschen abgeschreckt worden bin durch den intensiven Nahrungsbedarf, was wir schon gesehen haben. Mhm. Genau. Ja, okay. Das sind eigentlich und die Schwerpunkte. Und thematisch zu diesem Tier hast du irgendwelche speziellen Folien? Alle. Jetzt keine speziellen Fragen momentan. Okay. Mhm. Danke. Also wir haben zu Hause einen Schafzuchtbetrieb. Das heißt, ich bin mehr für Schafe so interessiert und was alles drumherum noch dran ist. Was mich auch noch interessiert, auch Schweine. Ja, und von den Themen, da lasse ich mir noch etwas einfallen. Vielleicht irgendwann, wenn Fragen kommen oder so. Mhm. Okay. Wir haben Kühe. Okay, super. Und ich bin total scharf auf die Kühe, das heißt bitte ganz, 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 ganz viel über Kühe. Okay. Also Verhalten, Anzeichen, richtiger Umgang, welche Positionen man einnehmen kann, also ja. Also wir bauen gerade einen Betrieb auf mit Esel und Schafen und mich würde es einerseits interessieren, wie Sie für die bewegungsfreudigen Tiere die Haltung in Trails und gute Informationsquellen dazu, also ob Sie Erfahrung haben und ob Sie da was weiterempfehlen können. Und andererseits würde ich es interessant finden mit dem Ausblick auf Schweine, wie Sie das sehen, ob man da irgendwas absehen kann, Freilandhaltung, Schweine, mit der aktuellen Problematik. Gibt es da irgendwie eine Aussicht, dass wenn man ein bisschen wartet, dass es da wieder bessere Möglichkeiten gibt, oder ja, das würde mich sehr interessieren, weil das, ja, also Schweinehaltung kommt für uns nur Freilandhaltung in Frage und das sehe ich gerade ein bisschen ja, schwierig. Für alle, genau. Die das noch Thema noch nicht so verfolgt haben, afrikanische Schweinepest ist so quasi bedroht Österreich oder Europa und das ist so das Thema, wie kann ich verhindern, dass eben Wildschweine das auf meine Hausschweine übertragen und deshalb diese Sorge um die Freiland. Betriebe, wie sicher ist. Ja, und gerade weil halt, also ich finde halt in einem Betrieb wie unseren mit Mehrfachzaunsystemen, das geht einfach nicht. Ne? Wenn ich mit Mensch-Tier-Begegnungen arbeite, dann kann ich da nicht Mehrfachzaunsysteme aufstellen. Und da frage ich mich halt, ja, gibt es da Perspektive oder kann ich das einfach streichen, weil halt, jetzt gibt es halt gerade die afrikanische Schweinepest und jetzt habe ich halt ein Pech gehabt. Ja, so na, in die wir Richtung. Haben auf jeden Fall auch ein genau, das. Wär's. Ja, und eben auch allgemein so nur Literaturtipps, wo würden Sie sagen, kann man für verschiedene Rassen dann nur nachfragen, sich hinwenden, ja, Gesundheit, Haltung. Also, ich bin Diego, ich schließe mich den Kühen an, aus Solidarität. Sonst schwirrt mir eigentlich nur der Schädel vom Vormittag. Und so als Esel, ich als Esel, interessiere mich natürlich auch für andere Esel. Und dieser Unterschied zwischen Pferd und Esel und diese ganze Geschichte, ja, ich gebe weiter und schwirre weiter. Ja, wir haben zu Hause noch eine Tiroler Bergschafzucht. Sind aber derzeit noch am Umstrukturieren und schauen, was für uns passt und haben einen schönen Stall mit viel Wiese und Weide und ich lasse mich jetzt noch so ein bisschen berieseln, auf welche Tierarten wir noch stoßen werden in der nächsten Zeit. Und interessiere mich aber auch für die Kühe und Therapie mit Kühen und die Rinderhaltung, weil es auch für mich die Möglichkeit einfach besteht, auf einem weiteren Hof noch die Tiertherapie zu machen, die jetzt auch sehr kreativ am Umstrukturieren sind und das einfach gut dazu passen würde. Wir haben seit dem Sommer zwei Minischweine
Dazu würde mich interessieren, wie sind die im Verhalten mit anderen Tieren? Zum Beispiel, wenn nächsten Sommer Esel dazukommen würde, ob sie die verstehen? Also derzeit laufen die Schweine immer wieder mal frei herum. Dann würde mich auch noch die Fütterung von den Schweinen speziell interessieren, weil da doch noch nicht so einfach nur ein bisschen verunsichert bin, ob ich das richtig mache. Und bei den Eseln wäre ich generell für Tipps, wenn man das erste Mal vorhat, Esel zu halten, was man vielleicht beachten sollte. Eselschweine wäre so mein Schwerpunkt. Mhm. Danke. Wir haben in unserem Betrieb Esel, Barockesel, und Ziegen sind ein ziemlich großes Hauptaugenmerk und Hühner. Und und wir interessieren uns halt in naher Zukunft, dass wir uns Schafe zulegen. Und da bin ich aber auf der Suche noch nach der geeigneten Rasse, weil mich würde es auch interessieren, wie man irgendwie so bei einer, bei so einem Erhaltungszuchtprogramm oder so, wie man da starten kann und wie man da irgendwie Kontakte auch knüpfen kann. Von den Barockeseln kenne ich es, aber irgendwie bei den Schafen ist ein bisschen Planung. Ich habe sehr viel Kontakt mit Kühen. Wir haben die Kühe mich zu der Tierkommunikation geführt und ich habe festgestellt, dass das hochsensible, ganz feinfühlige Wesen sind und sehr gelehrig und offen, auch von Menschen was anzunehmen. Und ja, das ist für mich sehr interessant. Ich habe Eseln und Ziegen, wäre ich auch interessiert an Informationen. Und allgemein. Also für mich ist sowieso spannend, was mit Tieren zu tun hat. Ich habe noch keinen eigenen Hof, habe aber sehr viele Tiere daheim. Die Tiere sind mein Leben und meine Familie. Bin ein Pferdemensch, also bin interessiert, was mit Pferden, was mit Pferden zum Arbeiten ist und eventuell auch Minischweine, weil das war die Idee von meinem Mann und wenn er sie schon mal einbinden will oder einbringen will, nachher muss ich ihm die Chance geben. Ich habe vor 3 Jahren oder was schon bei Ihnen die Prüfung gemacht auf der BOKU. Und jetzt finde ich spannend, das Ganze aus der Sicht von der tiergestützten Intervention nochmal zu hören. Und ja, wir haben selber einen konventionellen Rindermast, wird aber in Zukunft, also der Bruder ist interessiert an Mutterkuhhaltung und biologisch dann in Zukunft. Und ich hätte gern nächstes Jahr dann ein paar Mangalitzer-Schweindeln, also genau auch Freilandhaltung und ja, Händeln, Laufenten, sowas in die Richtung. Okay. Und Laufenten. Ja. Laufenten, ja, Hühner und Enten. Wir haben zu Hause Mutterkuhhaltung. Also meine Frau. Mutterkuhhaltung. Wer dementsprechend auch interessiert, zu erfahren, welches Wesen die Tiere haben. Vor 2 Wochen oder 1 Woche, weiß ich nicht mehr genau, habe ich 3 Schafe bekommen. Da würde ich gern mehr über die optimale Haltung erfahren. Ziegen haben wir auch 3 Stück zu Hause. Hühner haben wir zu Hause. Da würde ich auch noch gern mehr erfahren von denen. Und ja, mal schauen, was noch auf uns zukommt, wie gesagt. Wir zwar arbeiten in der Steiermark auf dem Therapiebauernhof für Menschen mit Behinderung. Wir haben Esel, Schafe haben wir, Hühner haben wir. Und mich würden die Schweinehaltung auch interessieren, persönlich. Sehr schön. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich arbeite auf dem gleichen Hof wieder. Und thematisch vielleicht noch irgendwie? Okay. Ich lasse mich voll überraschen. Okay. Schafe gingen immer. Kühe gingen auch immer. Danke. Sarah, ob es eine Zusammenarbeit mit Verhaltensforschern gibt, weil das hat mich extrem interessiert. Vielleicht ganz kurz noch der Vollständigkeit, Sarah, magst du dich noch vorstellen? Vielleicht hast du ja auch Wünsche. Ich habe einen Agrarwissenschafts-Bachelor auf der BOKU gemacht
und arbeite als Studienassistentin. Jetzt sehe ich seit ein bisschen länger als einem Jahr bei der Tina und beim Christoph. Und ja, bin jetzt fertig mit dem Bachelor und bin gerade zum Orientieren, was und wohin, und bin dann auf die tiergeschützte Intervention gestoßen, weil mir die Tina ein Buch in die Hand gedrückt hat und finde es voll spannend. Finde es cool, dass ich heute da sein darf. Ja, mich interessieren fast alle Tiere, glaube ich. Kühe, ne, ich habe ein bisschen Angst vor Kühen, weil ich bin auf einem Ackerbaubetrieb aufgewachsen und Schweine haben wir halt schon relativ lang gehabt, aber halt Kühe ist so, puh, Respekt, ja, Pferde auch. Vielen Dank für die vielen Anregungen. Ihr seht schon, und passt das eh vielleicht allgemein, dass wir per Du sind, dass ich ihr sage und nicht so formelles Sie, umgekehrt genauso, die Tina. Also ich werde eure Wünsche vielleicht nicht ganz erfüllen können, ich werde schauen, dass wir möglichst viel einbauen. Wir könnten da wahrscheinlich eine ganze Woche lang drüber reden oder noch viel länger. Und am besten wäre es auch am Betrieb zu gehen und die Tiere vor Ort zu erleben und verschiedene Haltungssysteme uns hinzusetzen mit den Schafen und einfach mal zu beobachten. Aber ich werde einiges abdecken. Ich glaube, also Kühe ist sicher viel dabei, Ziegen und Schafe, Schweine sowieso. Was vielleicht eher im Hintergrund ist, da können wir so einen kleinen Exkurs machen, sind die Hühner. Das ist so quasi leider nicht auf meiner Liste. Wobei ein paar Sachen kann man da sicher auch dazu sagen. Esel habe ich auch eine große Liebe dazu, da habe ich in Afrika und in Kairo erlebt, als Arbeitstier. Also da kann man ein bisschen was zu den Bedürfnissen besprechen, so grundsätzlich. Pferde, weiß ich nicht, ob dann sogar noch ein extra, ich glaube, das ist eher im Rahmen von dem Kurs jetzt nicht so allzu sehr abgedeckt. Ich bin auch auf keinen Fall eine Pferdespezialistin. Aber ich glaube, wenn wir schon mal auf den Esel eingehen, das Pferd ist kein Esel. Also das sind wirklich grundsätzlich andere Tiere, aber ich glaube, da können wir ja dann auch aus dem Erfahrungsschatz der Gruppe ein bisschen schöpfen und da gemeinsam diskutieren. Vielleicht noch ganz kurz als erstes Einstieg, es ist immer gut zu wissen, woher kriege ich sonst noch Informationen oder wie laufen auch so Kooperationen. Die Frage auch nach von wegen Verhaltensforschung, es ist ja die Universität, also die Hauptuni oder die Universität Wien, dort ist eben ja Kotraschall zugeordnet, der vor allem mit Wölfen forscht, mit dem wir jetzt nicht wirklich kooperieren, weil wir eher so im Nutztierbereich angesiedelt sind und im angewandten Bereich. Er macht eher so Grundlagenforschung. Heißt nicht, dass wir jetzt gar nicht mit der Uni dort kooperieren. Also es sind da schon auch Vorlesungen, zum Beispiel von Thomas Bunja, der macht wieder mehr mit Vögeln. Und die VetMed macht auch, da gibt es auch ein ähnliches Institut für Ethologie, also Tierhaltung und Tierschutz heißt das, da kooperiert man auch. Also wie das im Zusammenhang mit diesen Beobachtungsgeschichten? Ja, also beobachten. Praktisch. Genau, also das ist das, was wir auch machen. Die BOKU hat ja kein eigenes Forschungsgut, das heißt, wir gehen immer auf Betriebe, auf Praxisbetriebe. Und sehr viel unserer Arbeit besteht darin, aufs Tier zu schauen. Also einerseits Indikatoren am Tier sozusagen, sei es jetzt Lahmheit, Verletzung, aber auch wirklich Videokameras aufzuhängen und dann da tagelange Videos aufzunehmen und die dann auszuwerten, auch mit einer Software, die es da gibt. Also es ist sehr spannend. Es sind auch viele Masterarbeiten oder auch Doktorarbeiten, die in dem Bereich gemacht werden. Da haben wir eine, die zum Beispiel gerade das Verhalten, also das Spielverhalten von Kälbern auswertet. So quasi wie, ab wann ist Spielen Spielen und ist es wirklich, ab wann ist es ein Zeichen für gutes Wohlergehen oder was kann ich davon ablesen? Ganz spannend. Also wirkliche Grundlagenforschung. Während mein Bereich ist eher dann so auf Betriebsebene bis hin ziemlich angewandt auch. Wie schaut es auf 50 Bioschweinebetrieben in Österreich aus und wie kann ich jeweils was verbessern? Also auch solche Sachen machen wir. Genau, das ist alles zugänglich über die BOKU, oder jede Universität hat im Prinzip Datenbanken an Literatur, wo die Masterarbeiten und die Doktorarbeiten alle auch zum Downloaden sind, das PDF. Man muss ein bisschen wissen, was man will, oder ich weiß nicht, ob es hier, ich glaube, es gibt hier dann auch noch einen Durchgang zur Suche von Literatur, was ich weiß, oder? Ist nicht wirklich da, weil es gibt ja tolle Literaturdatenbanken, wobei ganz einfach geht zum Beispiel Google Scholar. Einfach in Google Scholar heißt es. Da kann man Begriffe eingeben und da kommen dann irgendwelche entweder publizierte wissenschaftliche Literatur oder auch manchmal Berichte.
Und eine gute Möglichkeit, wenn man jetzt eher vielleicht im Biobereich sucht, das heißt Organic E-Prints, das ist auch so eine Suchmaschine, die auch offen ist. Weil sehr oft ist das Problem, dass das alles sehr, dass der Zugang limitiert ist für diese Datenbanken, wo man ja als Student rein kann, kann man eben, ich glaube in dem Fall, kann man, ich weiß nicht, ob jetzt Ihr Lehrgang da Zugriffsrechte hat, aber ich glaube, sehr gut ist immer zu wissen, all diese Open Sources, wo man immer drankommt. Und da ist eben dieses Organic E-Print. Ich kann es dann sonst nochmal aufschreiben. Oder ich schreibe es gleich auf. Eins ist eben Organics, also so wie Bio, Organic E-Print. Das ist eben eine Online-Suchmaschine. Und das andere heißt Google Scholar. Also da kann man was finden. Sie können auch jederzeit, wie soll man sagen, für spezifische Fragen mich auch mal kontaktieren. Also wenn Sie jetzt unbedingt eine Quelle brauchen für irgendein Spielverhalten bei Kälbern. Also ich kann jetzt nicht die gesamte Literatursuche für Sie übernehmen, aber manchmal gibt es Dinge, wo man sonst nicht drankommt und wo wir Sie gerne unterstützen. Also das kann man ruhig sich auch mal an uns wenden. Bücher sind auch immer gut. Sie haben schon gehört, dieses eine Buch ist wahrscheinlich, also ob jemand von Ihnen auch schon gekauft hat, von der tiergestützten Intervention. Das ist neu herausgekommene Zusammenfassung aller Vorträge oder sehr vieler Vorträge, würde ich mal sagen, wo auch etliches von dem drinnen ist, was ich da heute und morgen bringen werde. Also das ist sicher zu empfehlen. Dann gibt es auch alte, aber nicht deswegen schlechte Bücher. Der Hans-Hinrich Samraus war einer der ersten Nutztierethologen, der hat sich wirklich hingesetzt auf die Wiese und mit Stricherlisten beobachtet, wie oft die Kuh, sagen wir mal, pro Stunde wiederkaut oder wie oft sie eine andere Kuh beschlägt und wie genau das Abkoten abläuft. Ich kann sie gleich durchgeben. Das ist sehr, eigentlich für alle Tierarten ist das da drinnen. Es gibt auch ein neueres, das ist der Herr Stefan Heu, ist ein Herausgeber von mehreren Autoren, auch wieder zu verschiedenen Tierarten. Das ist auch das, was wir empfehlen für unser Bachelorstudium für die Nutztierethologie-Vorlesung. Das gebe ich einmal durch, da die zwei. Dann gibt es auch noch mal zum ÖKL, wieder Werbung machen. Es gibt ja diese Schriften zu verschiedenen Tierarten, Einsatz von Schweinen, ich glaube von Schafen gibt es das auch schon, sonst noch eine Tierart. Die werden jetzt alle, die entstehen alle nach und nach, wo dann immer so eine Mischung ist aus, wie kann ich die Tiere gut halten, was ist hinsichtlich Tiergesundheit, worauf ist zu achten, wie ist die Ausbildung von dem Tier und die Mensch-Tier-Kommunikation. Also das sind, glaube ich, sehr hilfreiche Schriften. Und also auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, wenn es in Richtung Stallbau geht, die ÖKL-Stallbau-Broschüren. Und da gibt es welche für Biotiere. Die werden auch immer wieder erneuert für Ziegen, Schafe, Schweine, Rinder. Gibt es auch spezielle dann noch mit für kleine Ställe und zum Beispiel für die Schweine machen wir jetzt gerade ganz aktuell eine, wo es um kleine Bestände und Freilandhaltung geht. Also auf die kommt nächstes Jahr irgendwann raus, wo dann auch diese Zaunthematik auf jeden Fall genau dargestellt wird. Wie schaut das exakt aus? Wie soll die Hütte ausschauen? Also da sind dann auch meistens Hinweise auf die gesetzlichen Anforderungen mit drinnen. Gibt es auch einmal durch, das nur als Beispiel, das ist die Ziegenbroschüre. Die Stallbaubroschüren, die kann man bei uns über ÖKL telefonisch bestellen oder bleiben. Und ÖKL hat auch eine Website, die finde ich auch immer ganz hilfreich, einerseits auch für so Maße und Mindestanforderungen und auch so, ich glaube man kommt dann sogar auch auf einen Link, wo man alle Stallbaubroschüren sieht, die es gibt. Wo man dann, ich glaube, man kann auch das PDF, glaube ich, sogar bestellen, irgendwie über, wie auch immer. Ja, also das ist sehr, sehr hilfreich, glaube ich, und ich glaube, so eine Linkliste wäre vielleicht auch mal nicht schlecht zu erstellen. Prinzipiell ist ja auch dann noch zu beachten, jeweils auch die gesetzlichen Mindestanforderungen, die eben in den Tierhalteverordnungen niedergeschrieben sind, dass man da auch noch, wenn es wirklich um Stallplanung gehen soll, dort auch nochmal nachschaut. Das wäre, glaube ich, nochmal wichtig. Und Englisch gibt es natürlich auch sehr viel, noch viel mehr als im deutschsprachigen. Wer Lust hat auf ein englisches Buch, was eigentlich sehr viel zusammenfasst, ist zum Beispiel hier das Animal Welfare von Mike Appleby und vielen anderen.
Da geht es über Animal Ethics, über wie beurteile ich Tiergesundheit, Verhalten, Physiologie, Lösungen, Verbesserungen bis hin zur Ökonomie. Also auch ganz ein spannendes Buch eigentlich. Also wie gesagt, man kann sich da wirklich vertiefen. Gut, wir können ja hier sammeln, immer wenn uns noch was einfällt an Links oder wenn Sie was Gutes wissen, schreiben wir das alles noch auf. Bis morgen haben wir dann da eine Liste zusammen. Gut, als Einstieg in die Thematik würde ich Sie mal gern fragen, wenn wir jetzt von dem Tier sprechen und das Verhalten der Tiere ja beobachten wollen oder allgemein auch etwas über das Tier erfahren wollen. Und ich glaube, das ist ja auch immer das Wichtigste, dass man dann eben direkt aufs Tier schaut. Das machen Sie ja alle auch schon. Was sind so die Dinge, die man in der Früh, wenn man in den Stall geht zum Beispiel oder auf die Weide, auf die man schaut, ob es dem Tier auch gut geht? Was fällt einem da so ein? Ja? Ausscheidungen, ja. Ja, also zum Beispiel, was könnte das sein? Genau, ja. Durchfall womöglich, genau. Mhm. Ja. Verletzungen, ja. Mhm. Geruch. Sollen wir das umgehen, rübergehen oder aufs? Ich wiederhole einfach, was Sie sagen, dann müssen wir jetzt nicht für jedes einzelne Wort das Mikrofon oder so. Ja. Also Sauberkeit von Fell und Federn. Mhm. Also Geruch, Sauberkeit. Ja. Irgendwelche Ausflüsse, oder? So Schleimhäute. Mhm. Also so nicht nur Ausscheidungen, was jetzt sozusagen aus dem Verdauungstrakt, sondern also mehr als nur die sozusagen Tränen, aber mehr auch ist es sozusagen glänzend. Und, ja. Ja. Aha. Ja. Verhalten. Verhalten, ja. Ja, was genau? Essverhalten? Ja. Mhm. Also ob sie fressen und wie viel? Die Bewegung, ja. Moment, ein Festverhalten, Bewegung, Wiederkauen. Eins habe ich jetzt gerade verpasst. Körperhaltung, also allgemein, bevor das Tier sich noch bewegt, einfach wie steht es da, ja. Körperhaltung, ja, genau, also das einzelne Tier, aber dann vom einzelnen Tier auf die Gruppe, die Dynamik da drin. Ja, kommt schon viel zusammen. Was fehlt uns noch? Bitte? Bei trächtigen Tieren die der Muttermasche muss man verantworten, ob es falsch ist oder verdauert. Okay, also bei trächtigen Tieren, dass man eben auf Anzeichen jetzt der Trächtigkeit oder der nahenden Geburt, also das sind eher so spezielle Phasen im Leben des Tieres. Also die Aktivität zur Bewegung oder Änderungen auch der Aktivität, oder? Also die, genau, also diese Unterschiede, was war vorher, was ist anders, ja? Also das ist wieder eher so was Klinisches wie die Körpertemperatur. Lautäußerung, die kann man ja so ein bisschen auch zum Verhalten dazu, oder? Also so normale. Ja. Sehr schön. Ich glaube, da können wir jetzt wahrscheinlich noch viel länger fortsetzen, aber man sieht schon so ein bisschen eine Tendenz. Es bewegen sich einerseits die Begriffe so hier, ich meine, das ist so ein bisschen Übergang, einerseits
in Richtung so klinische Sachen, was so der Tierarzt vielleicht auch anschauen würde, Verletzung, Körpertemperatur, wie ist Durchfall, ja oder nein, auch das könnte der Tierarzt oder sollte er auch anschauen. Also das sind eher so diese klinischen Sachen. Ein großer Bereich ist hier dieses Verhalten. Verhalten, das kann sich hier auch zum Teil überschneiden, kann zu Sauberkeit oder zu Verschmutzung führen, das Verhalten. Andererseits ist Sauberkeit, könnte man vielleicht schon fast hier in der Grenze sehen, kann auch dann klinisch relevant sein, wenn ein Tier stark mit Kot verschmutzt ist, dass das dann auch zu Erkrankungen führt. Das habe ich jetzt so ein bisschen ausgelassen. Was ein Bereich fehlt uns noch, denn, also wenn man jetzt von Beurteilung, von Wohlergehen von Tieren spricht, geht es ja einerseits um, es ist ja auch ein wissenschaftliches Konzept, und der Bereich ist eben, wird immer so beschrieben, mit körperlichem Wohlergehen, also dieses physische, klinische, das wird beschrieben mit dem Verhalten der Tiere, also das ist der Begriff des Normalverhaltens oder auch der Natürlichkeit, wobei man kann hier einen Begriff noch dazu tun, und zwar den der Integrität. Was ist die Integrität? Das ist jetzt etwas, was vielleicht so, was könnte das sein? Die Integrität einer Kuh. Was ist, wenn ich ihre Integrität verletze? Was passiert dann? Oder wie schaut so eine Kuh aus? Wir können sie mal so herum machen. Man kann es auch umschreiben mit der Kuhheit der Kuh. Es ist nicht nur die Persönlichkeit, sondern das Wesen einer Kuh. Also man könnte auch sagen, was, das kann sich ja noch zu jedem Tier entwickeln, ein Kreis, was so ein Kind vielleicht zeichnet. Ab wann erkenne ich, dass es eine Kuh ist? Was gehört essentiell dazu? Ein Euter, ja. Wenn man so ein Euter macht, wird schon viel ähnlicher wie eine Kuh. Also das Euter ist sicher ein Teil des Wesens. Genau, also wenn man, ich brauche noch nicht einmal den Kopf wahrscheinlich, wenn ich hier so Hörner dran mache. Weiß jeder, es ist eine Kuh. Also das ist so ein Versuch, diesen Begriff der Integrität ein bisschen sichtbar zu machen. Das kann man auch durchspielen mit Ziegen oder mit Schweinen. Hier sieht jeder gleich einmal ein paar Dinge vor sich. Aber natürlich hat das auch Teile des Verhaltens. Eine Kuh hat ganz ein anderes Verhalten, dieses Ruhige, dieses Wiederkäuen im Vergleich zu einer Ziege, die ständig wo herumsucht und neugierig ist und zupft. Also das kommt dann natürlich noch dazu. Das ist auch ein wichtiger Teil des Wohlergehens, dass man eben diese Integrität auch erkennt und auch respektiert. Und zum Beispiel dieses Riesenthema Hörner, Enthornung oder Kühe ohne Hörner ist eine Diskussion, die sich vor allem eben auch um diesen Aspekt der Integrität dreht. Also die Integrität hätten wir hier mit dabei. Die kann man sozusagen da noch dazu schreiben zur Natürlichkeit, Integrität. Und einen wichtigen Bereich, der wäre so hier noch überschneidend, ganz wichtig, wobei da muss ich jetzt Geruch und Trächtigkeit ein bisschen aus, sind die Gefühle eines Tieres, also das mentale Wohl. Ob das Tier jetzt einerseits vielleicht Schmerzen hat, aber auch ob es Glücksgefühle hat, ob es Freude erleben kann und ob es, was man vielleicht auch am Spielverhalten dann erkennt, was dann hier diese Überlappung ist zwischen dem, was man äußerlich sieht am Verhalten, aber was das Tier eben innerlich empfindet und was man auch anhand von zum Beispiel Herzfrequenzvariabilität zuordnen kann, ob das jetzt was Gutes ist oder was Negatives. Also wie das Tier das dann auch bewertet. Ja, jetzt sind wir da schon relativ in diese drei Konzepte mit rein, aber ich glaube, das ist auch mal wichtig, wenn man so gefragt wird, ja, was ist denn Tierwohl? Ist das jetzt nur so ein Begriff, der gerade modern ist? Es ist durchaus ein wissenschaftlicher Begriff, den man auch messen kann. Und das kann man auch spielen oder durchexerzieren an den eigenen Tieren, auch vielleicht mit Kindern oder mit Menschen, die dort um die Tiere sind, dass man überlegt, ja, was sehen wir, was können wir alles beobachten am Verhalten, was sehen wir am Fell, was sehen wir an der Sauberkeit, aber auch, wie wissen wir, ob dieses Tier jetzt gerade glücklich ist oder vielleicht Schmerzen hat, auch drauf zu schauen, was so Indikatoren dafür sein könnten. Ich glaube, das ist auch schon immer eine ganz gute Übung und man lernt ständig was dazu, was man da nicht alles sehen kann.
Und auch, dass man selber für sich selbst immer wieder reflektiert, ja, was ist denn jetzt passiert mit meinen Tieren? Weil es kann ja immer wieder mal sein, so erste Anzeichen von Unwohlsein, dass man auch früh genug drauf schaut und reagieren kann, bevor irgendwie eine Krankheit sich da entwickelt.